Sometimes, a person ends up attracting certain entities, creating a strong connection, and making those entities stronger. Barkannon is a bestial spirit who created a connection with Charlie Richards, a serial killer. After Charlie was arrested, Barkannon started to act. Barkannon influenced a mass suicide attempt in the penitentiary. After the prison was evacuated, you were called in to deal with the situation. Wir wurden gerufen für Barkan, den Ziegenmann. Barkabat? Okay. Oh, er will recappen, Achtung. First, Chef. Reactivate the energy. Second, collect the obsessor's soul stones. And then, find the Barkanon's spiritual bonfire and destroy the soul stones. Oh, and also kein Problem. Ja, easy. Ich meine, das machen wir jeden Tag, oder? Irgendwelche Ziegenmänner jagen Seelensteine aus der Knastbrieftasche, Strippitze. Ja, guck mal, ich hab auch schon den Badezimmerschlüssel gefunden. Mega gut. Können wir direkt duschen. Ich hab den Barkan-Key gefunden. Den Barkabat? Was ist das hier? Geht nicht auf. Barkabat, der Ziegenmann. Mit illegaler Kleinmagie. Kleiemagie? Kleiemagie? Lumpenmagie ist es. Seine schwache Lumpenmagie hat überhaupt keinen Einfluss. Aber der ist auch Strom-und-Mann, ne? Strom-und-Mann, ja, was ist das, Alter? Der Stockmeister. Der Stockmeister. Ja, sind wieder alle vertreten. Und er denkt sich, warum rennen mir die ganzen Hunde hinterher? Hier, ich hab was gefunden. Was ist das hier? Ah, da kann man Leute befreien. Und hier ist auch noch so ein Wisch. Kerwisch? Wo sind wir denn gerade? Auf M. Ah, hier, da kannst du Leute drin anscheinend retten. Hier kannst du auch mal die Tasche voll mit Muni machen. Nimm mir mit. Hier, noch mehr. Ist das so ein privatisiertes Gefängnis, wo man den Ziegenmann anbetet, ne? Ja, ja, so ein privates Ziegengefängnis. Ja, wir kennen's nicht. Und ich kenn's nicht. Wochenlang Ziegen eingesperrt, da kommt immer selber. Kommst du hier raus? Nee, man kann nicht mal springen. Ist wieder so ein Spiel, wo man nicht springen kann. Weil wir eine zarte Behinderung haben. Zarte Barkanan habe ich. Das also der Ziegenmann im Knast, das ist eigentlich der feuchte Traum von jedem Kind da draußen, oder? Eigentlich schon. Oh, hier ist dunkel. Guck mal, Mama, sie jagen ihn wieder. Hallo? Barkan. Ich stecke in der Tür fest, kannst du mir helfen? Echt jetzt? Ja. Barjan. So, hier. Wo bist denn du? Hallo? Ja, hallo. Kommst du mit? Ja. Ich geh in den Keller. Du gehst jetzt wirklich unten in den Keller rein? Bist du geisteskrank? Ja, aber ich habe gesagt, wir brauchen irgendwie Strom und Strom aber ist immer in den Kellern. Unten im Keller haben die irgendwie Durchfall oder sowas. Ist der Durchfallkeller, ja. Ist hier wirklich Durchfall? Ja. Das ist der C-Block. Da wird immer gedünscht. Wer unten im C-Block ist, hat echt die Arschkarte, weil die Leitungen halt einfach unten rauslaufen. Das ist, doch Blut. Das ist doch Blutwasser. Blut, das ist hier. Das ist dünsch. Das ist braun. Was? Du denkst, das ist dünsch? Das ist braun-dünsch. Ich glaube nicht, dass es dünsch ist. Ich habe irgendwie so, ich weiß nicht, sieht so nach Menstruwasser aus. Das ist brauner Spaß-dünsch. Taco Dienstag, Mittwoch sieht es hier immer so aus. Gefunden. Für die Energiestation. Für die Energiestation? Schlüssel für die Energiestation. Hier ist ein Lappen. Hier ist ein Dünschknopf. Oh, was jetzt? Du hast es kaputt gemacht. Na toll. Oh, oh nein! Die Dünschflut! Er hat abgespült, alle Toiletten gleichzeitig. Ich weiß doch, was dann passiert. Oh Mann, jetzt werden wir hier durchgeflasht. Hold your breath. The hydraulic system has been damaged. Go up and find another switch. Jetzt einen anderen Warum Switch. Weiß er das alles? Warum weiß er, dass es hier irgendwie Lagerfeuer gibt und Blutkristalle? Ich meine, das ist jetzt auch nicht alltäglich. Ja, weil das ein ganz normales Ziegenmann-Verhalten ist. Ihr wurdet angerufen, um die Blutkristalle zu zerstören. Ja klar, hat meine Oma auch letzte Woche gesagt. Allerdings hatte die einen Schlaganfall. Ja, und hat Zimt gerochen überall. Ja, echt mal. Blutkristalle. Hier, guck mal, ich habe irgendwas geöffnet. Mach doch mal auf. Ja, und hier ist auch irgend so ein Ding, du. Das ist doch Phasmo. Das ist doch die Future of Phasmo. Jetzt habe ich hier... Was war das? Oh, oh. Ich habe eine Knarre in der Hand und plötzlich höre ich hier hinten Fremdgurgeln. Ja, da hat einer, da ist einem die Galle gerade rausgegurgelt. Da jurgelt doch einer. Der jurgelt. Guck mal, jurgle! Hier, ist ein schön aus dem Rektum Kristall geplumpst. Jetzt ein Pluggy verloren. Little Pluggy. Ach, guck mal, Lagerfeuer. Jetzt müssen wir bonfeuern. Wo ist denn hier ein Bonfire? Lagerfeuerlied. Auf 1F sind wir jetzt gerade. Und da ist aber auch das Bonfire.
Ich schwimme hier, wo müssen wir denn? Ne, ganz unten geht's nicht raus. Hier auf der Mitte. Ne, wir müssen hier, Mittelebene. Der Bonn-Ebene müssen wir durch. F10. F10 for Freedom. Ah, so. Ist schon klar, dass du eben gerade durch Dünsch geschwommen bist, ne? Ja gut, macht ja nichts. Ich kriege einen Dünsch-Zuschlag, 46 Cent. Extra gibt es so eine Sonderzulage drauf? 46 Cent pro Liter. Ja, dann bist du ja reich. Oh Gott! Bakramat, Bakramat ist da. Haben wir Barjan, den Ziegenmann, befreit? Barjan the Boy. Was ist das jetzt hier? Jemand hat. Oh, da drüben steht ein fetter Strauchmann. Strauchi? Der Strauchler kommt hier. Schwör, lass dich nicht straucheln, ne? Sonst macht er mit dir das Strauchritual. Wo bist du jetzt hin? Hinter dir. Was denn hier? Oh, Ziegenpeter! Oh, Hans Ziegenpeter, ich würde da nicht hingehen. Ich glaube, der ist strong. Ich glaube, mit einem ausgewachsenen Barschan können wir uns da nicht anlegen. Nee, da brauchen wir hier einen Barschan-Rasierer für meine Barschhaare. Da drüben ist noch so einer, so ein Placker. Noch ein Schlüssel. Irgendwo hier war noch ein Placken-Player. Hier, abgeplackt. Oh, guck mal. Kannst du seinen Stumpen mitnehmen? Ich hab seinen Stumpen reingesteckt. Jetzt wollen wir immer noch Strom, ne? Wir haben immer noch keinen Strom in der Anlage. Oh, guck mal. Hm? Doppelschuss, so läuft's. Ich wusste nicht, dass du auch schon beim Backermann bist. Dass ich nicht Backler war. Oh, guck mal hier, aber irgendwie ist doch jetzt Saft auf der Ritze, ne? Also ja. Sonst könnten wir so ein Ding nicht starten. Guck mal, wo sind wir denn jetzt? Oh! Oh, ey, geh da mal weg. Backelmann. Geh mal weg. Hast du gesehen? Ja. Ein Backelmann? Oh, der macht da hinten Unwesen. Oh, der kommt! Renn! Wie, der kommt? Kommt der schnell? Der kommt relativ schnell, ja. Mach hinter dir die Tür zu. Versteck mich hier auf dem Klo. Ich lauf davon. Keine Ahnung, was der macht. Oh, ich bleib hier. Licht aus. Licht ist aus. Es flackert. Gott, Bakalu. Was echt? Hat er dich? Ich habe so eine merkwürdige Melodie nämlich. Oh Gott, jetzt hat er mich. Oh Mann. Er lacht auch. Lacht dich aus. Er hat mich gedonnerschockt. Irgendwie Ziegenphobie, Errungenschaft freigeschaltet. I hate goats. Ich bin eingesperrt im Gefängnis. Ich bin im Gefängnis. Warte, ich versuche dich zu holen. Lass mal mich hier orientieren. Es ist dunkel, ich habe nicht mal eine Taschenlampe. Nur eine Toilette. Und ein Bett, wie zu Hause. Boah, es sind überall Strauchis. Jetzt wäre ich bei Quantum zu Besuch. Ich bin beim A-Block, warte mal, ich bin beim A-Block. Nee, ich muss B. Du musst... Nimm das, Strauchbube. B-Block? Ja, jetzt... Nee, runter links. Was machst du da? Irgendwo an dem, keine Ahnung, hier so eine Steuereinheit. Ich dachte, da könnte ich dich vielleicht befreien. Ach so. Warte. Was ich hab ich dir gemacht? Ich höre Schritte irgendwie. Du riechst irgendwie so nach Stall. Gutes Stallritual hat er gemacht. Du riechst irgendwie bestiegen. Ich muss mir irgendwie unser Geisterbissen einsetzen. Wo bist du? Wo bist du? Der wird uns schon holen, der Ziegenboy. Ich habe einen Weg nach oben gefunden irgendwo. Irgendwo habe ich eine Treppe eben gefunden. Wow. Strauchus. Der ist wieder sauer, weil die Hunde ihn jagen. Nein. Oh, Alter. Ich will gar nicht wissen, was passiert, wenn man von so einem buschigen Typ angefasst wird. Was war das? Ich habe dir in den Arsch geschossen. Vorsicht. Hier ist Moni. Nimm auch ein Packen. Hier. Alter, wieso ist denn der so sauer? Naja, du hast ihm seinen Baklava weggegessen. Da wäre ich auch angepisst. Ich habe ihn noch so... Oh, er kommt. Taschenlampe ausmachen ja, vielleicht. Ich bin hier im Direx-Büro. Oh, verflucht. Er kann... Oh! Hat mich. Hol mich unten. Muss mich aus dem Block befreien, yo. Ja, aber er ist ja auch noch hier.
Bin gecatcht. Ich weiß nicht, ob ich hier rauskomme. Weißt du überhaupt, wie man da hinkommt? Nee, ne? Nö, keine Ahnung. Orientierung minus. Wieder zur Treppe und nach unten. Wieder zur Treppe. Du bist jetzt im ersten... Ja, aber er steht jetzt da an der Treppe rum. Ey, der macht ganz schön Stress. Also wenn du auf Karte gehst, wenn du, ich weiß ja nicht, ob du gerade ein bisschen Ruhe hast, oder jagt er dich? Also ich höre da oben Schüsse und was geht da ab bei dir? Du bist jetzt völlig falsch. Geh mal auf die Karte und dann musst du Stairs 1. Ja, ich war, aber kann ich da nicht hin? Da ist doch der Typ. Da steht doch der Ziegenmann vor der Treppe, wo wir hochgekommen sind. Okay, dann optional geht Treppe 2 auch, ich weiß es nicht. Geh doch, geh hoch zu Stairs 2. Ist auf dem richtigen Weg. Ja, jetzt durch die Tür und dann direkt rechts. Direkt rechts. Hier geht's. Ach ja, doch, hier geht's rechts. Dann die nächste links. Ja, jetzt stehst du eigentlich bei einer Tür. Genau, da durch. Oh. Und dann rechte Ecke. Ist ein. Genau, jetzt, da müssten Treppen sein. Da gehst du jetzt runter. So. Jetzt gehst du durch die Tür oben. Hast du durch? Da liegt auch ein Schlüssel nebendran. Ja, aber hier ist irgendwo der Ziegenmann, glaube ich. Ich glaube, der ist auf der anderen Ebene. Ich weiß es aber nicht. Hier flackern die Lights und so. Oh shit, der darf ich nicht erwischen. Mr. Bockley. Was ist, wenn ich jetzt einen Strom... Oh, da ist er. Hat er dich? Er will mich gerne. Er will mich sehr gerne. Renn vor ihm weg. Ich habe ihm ins Gesicht geschossen, jetzt ist er ein bisschen verwirrt und geht wie so ein betrunkener Crack. Dann renn wieder nach oben, nimm Treppe 1, dann bist du nämlich direkt bei mir. Okay, wie komme ich Treppe 1 hier zurück? Ich führe dich. Links, rechts. Ja, jetzt da durch die Tür, dann gleich rechts. Da, ja, dann wieder hier. Oh, warte, hier die Tür. Hier sind so Viecher. Aber ich habe hier aufgeschlossen. Ja, aber das ist die falsche, die andere. An der du gerade stehst, an deiner Wand. Ja, da durch, nach unten, unten, runter, runter, runter. Wo ist unten? Hier lang? Ja, jetzt genau richtig. Okay. Du läufst richtig durch die Tür. Dann durch die nächste Tür vorne, genau da. Jetzt bist du in der 1. Das müsste ja, oben wieder genau. Die Treppe sein. Ja, hier ist wieder die Treppe. Die Treppe geht nach unten. So. Jetzt gehst du durch die Tür und durch die nächste für dich, glaube ich, rechts oder links. Die hier, ja. Da durch. Nächste Tür durch. Da. Jetzt bist du oben. Jetzt gehst du geradeaus und dann rechts. Korridor A. Ja, ich sehe dich. Ich sehe dich. Genau, dann gehst du da komplett durch. Und da muss jetzt schon Zellenblock B unten sein. Nicht die hier, zurück. Die andere Tür, ja. Alter, wie viele Leute hier sind. Boah. Mann, ich hab gedacht, ich bin weg. Und jetzt mich mit E raus befreien. Befreierlin. Am Bug. Am Bakala, ey. Am Baklava. Oh nein, der kommt irgendwo. Man kann ihn aber betrunken machen, irgendwie, wenn man ihm in die richtige Fresse schießt. Aber wo ist er? Hier, bei mir. Hab ihn gestunt. Keine Ahnung, sollen wir mehr. Aber renn weg! Er ist gestunt. Hüte dich vor der Ziege, habe ich bekommen. Hüte dich vor der Ziege. Lass mal hier durch. Können wir jetzt hier durch? Weil da war er das letzte Mal rumgestanden. Ah, komm schon. Strauchlippe. Doppelstrauch. Dreifachstrauch. Vierfachstrauch. Vierstrauchmund. Also wenn der Ziegenmann kommt, müssen wir ihn richtig bearbeiten. Mit Hand und Mund. Ja, hier gegen den Ziegenschlund. Welchen Schlüssel? Sollen wir noch nach oben gehen? Auf der Karte siehst du auch ab und zu Schlüssel, ne? Ja, lass mal nach oben gehen. Wo ist dieses Bonfire? Das ist irgendwo unten. Oh mein Gott, was denn hier passiert? Ja, sorry, ich hatte hier war gestern, weißt du auch, Firmen. Chipotle-Abend? Chipotle-Abend, hier nimm die Munition mit, oder? Chipotelt? Ich hab quasi voll. Oh, hier, Schlüssel gefunden. Steuerzentrale. Steuer, das Wort mag ich nicht. Guck
Guck mal hier. Das zahle ich nicht. Was, hier ist so ein Pin-Ding, aber es funktioniert nicht. Manche Pin-Dinger gehen. Nee, einige funktionieren noch nicht. Was wären da hinten auf der Seite? Gar nichts. Fake-Pin. Hier ist noch was? Okay, wo geht's denn hier lang? Nee, das ist wieder Korridor. Oh. Oh oh. Ich höre irgendwas. Ziesch. Wo denn? Hier ist noch so ein Stumpi, ne? Weiß nicht, ja, sammel den doch ein. Deiner kann ist wahrscheinlich doch, weg. Doch, das stimmt, den kann ich nehmen. Hier sind wir eingesperrt, wenn er jetzt kommt, ne? Ja, wir müssen richtig mit. Oh! Er hat mich, er kam ums Eck. Oh mein Gott. Ich schieße in sein teuflisches Gesicht, aber. Hat er dich? Nee. Aber ich kann hier nicht weg. Ich bin hier. Aber doch, hier ist. Raus wieder und wieder die Treppe nehmen. Warte mal, hier ist Zentral Control Unit. Haben wir dafür einen Code? Das kann sein, ja. Bei Passwörter und Schlüssel, was haben wir denn hier? Zentralsteuerung. Krankenstation. 6555? Keine Ahnung. Okay, ich habe die Tür geöffnet. Oh. Was ist da drin? Noch mehr Blut. Beep, beep, muss ich erst holen, sonst hast du gar keine Chance. Aber der Ziegendude, ey. Er macht seine Zyklinden. Hier ist nichts! Was ist halt denn jetzt überhaupt? So ein Plug halt, aber. Es war der einzige Weg. Bei dem anderen. Jetzt geht's wieder ganz nach unten, genau. Medbay durch. Zack. Oh, da ist der Ziegenmann rechts. Direkt da vor mir. Unten. Andere Richtung. Geh wieder zurück, genau. Dann da rechts. Bist du wieder im Korridor, geradeaus durch. Dann wieder rechts. Oh, oh, oh. Durchlaufen. Hier hin? Sackgasse, wo du bist. Nee, andere Richtung. Achso. Da durch. Jetzt bist du wieder da, wo es zur Treppe geht. Oben ist dann die Treppe. Ja, ja, genau. Genau, da runter. Und dann bist du eigentlich schon wieder bei mir in der Nähe. Aber Ziegenmann, ich höre ihn schon wieder. Du bist irgendwo im Warden Office, da ist nix. Ja, ja, aber Ziegenmann ist hier irgendwo. Ich höre ihn pulsieren. Rechts. Oh! Oh nein! Irgendwas isst mich. Alter. Oh. Wo kommt er? Okay. Der Ziegengenussmann. Der Buschknast, Alter. Hier werden Gestrüppe und Ziegen eingesperrt. Was ist das für ein Laden? Was macht er denn jetzt? Okay, jetzt kennen wir uns ja so ein bisschen aus. Also ich habe schon so eine Orientierung mittlerweile. Das Pansenritual. Er macht das. Er will Pansen. Uns pansen. Er freut sich jetzt an seinem Ziegendasein. Alter, er macht den Ziegengruß. Alter. Er macht den Mad Power Gruß. Die Sau. Gut, Freunde, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Kleine Bewertung da lassen. Auf Wiedersehen und Tschüss.